Deutschland. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Was geht ab, meine zuckersüßen Kamelzüchter? Ich hoffe, bei euch ist alles frisch erzählt. Wie geht's eurem Fleischspieß? Ich hab deinen Fleischspieß, du hast meinen. Homo, aber... Pass auf, Leute, ich muss euch was Krasses erzählen. Ich glaube, die meisten von euch haben das schon mitbekommen. Und zwar vor ein paar Tagen, ein Kollege von mir ruft mich so an und sagt so, ey, Arvin, etwas Krasses ist passiert. Ich dachte erstmal so, okay, meine Abschiebung hat sich verzögert, aber nee, die ist am 8. September und heute ist ja der 8. September. Nein, Leute, und zwar der Kollege hat gesagt, ey, Arvin, du bist in den Trends. Und ich dachte mir erstmal so, was labert der? Aber er hatte recht, ich war wirklich in den deutschen YouTube-Trends auf Platz 13. Digga, das war so plötzlich, ne, einfach so Platz 13. Mich haben viele Leute gefragt, ey, Arvin, wie hast du es hinbekommen? Wie hast du es geschafft? Und meine Antwort darauf war, guck mal, Leute, es ist so wie mit den Mädchen. Man muss geduldig sein. Er hat bis zu ihrem 9. Lebensjahr gewartet. Da hat er mit ihr geschlafen. Okay, ihr fragt euch jetzt sicherlich, worum geht's in diesem Video und ich wollte erstmal sagen, ich versuche das Video hier gerade auf 8 Minuten zu strecken. Deswegen kurze Trinkpause, ja? Holt euch auch kurz was zu trinken. Ich mein's ernst, wir trinken jetzt zusammen, okay? Wir machen sowas jetzt öfter, okay? Achso, ist übrigens nur Wasser, keine Angst. Wollen Wodka antrinken, was bist du denn für ein Heuchler? Auf jeden Fall geht's heute mal wieder um Dead Spekel und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum er? Okay, ich fasse euch mal zusammen. Ich habe ein Video gemacht, wo ich versucht habe, ihm wegen seiner Vergangenheit mit seiner Ex-Freundin zu helfen. Dann dachte ich, er nimmt meine Tipps mit Liebe an, aber nein, er hat meinen Vater Nein, Spaß hat er nicht, aber lass die Familie raus. Du hast Familie beleidigt, Habibi. Da hat er gesagt, ich bin nicht lustig für ihn. Da habe ich gesagt, ja gut, lach nicht. Da muss er doch ein bisschen lachen und das war's. Aber worüber dann ich lachen musste, und darum geht's auch heute im Video. Jetzt passt auf, schnallt euch an, gebt euch. Postet einfach bei einem Date, Bismillah, hoffentlich wird's was. Natürlich wird's nach sowas nichts, ich spreche aus Erfahrung. Hoffentlich wird's was. So, okay, willst du jetzt saugen? Klar, glaub mir, Süßer, ich sauge so wie ein Staubsauger. Nein, nicht wie ein Staubsauger, mit einem Staubsauger. Ah, du meinst wohl, ich soll so richtig saugen. Oh, nein, nein, stopp, stopp. Ich lese nochmal seinen letzten Kommentar bei mir vor, okay? Und zwar, er hat geschrieben, okay, das Video war besser. Dankeschön, Bruder, ich danke dir. Ich hätte schon fast mit YouTube aufgehört. Ich mag das nie, wenn du irgendwie diese kurzen Szenen einblendest. Das finde ich halt lash. Du bist so Höllefahrer. Hä? Aber Bro, das ist doch der Sinn dahinter. Sonst wären die Videos doch so richtig so 0815, so wie deine. Nein, Spaß, ey, Bro, alles gut. Ich weiß, wir müssen jetzt nicht unbedingt alle denselben Humor haben oder überhaupt Humor haben. Du hast ja ein Video gemacht, und zwar, warum diese Frau mein Leben zerstört hat. Wir gucken mal rein. Ich würde sagen, rinnen die Hohlebirne. Von daher, rinnen die Hohlebirne. Wenn man einer Person viel Aufmerksamkeit schenkt, wenn man sich mit ihr trifft und dann verletzt wird, dann hat man nun mal Vertrauensprobleme. Man hat eine Schwäche, man kann sich nicht mal, also man kann nicht mehr vertrauen. Boah, Digga, okay, er dachte auch so, er ist so im Krieg und wurde so richtig von seinen Brüdern verraten und so, ne? Was für Achso, Trinkpause. Ja. Bruder, Bekir, dieses ich kann keinem mehr vertrauen und so, hört sich so richtig so an wie in diesem 0815 Straßenrap, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, okay, das ist jetzt auch noch was anderes, aber Bekir, Bruder, komm mal runter, Junge, du benimmst dich gerade so, als wären wir in Lazy Town. Klaus grillt. Und ich mache dieses Video nicht einfach so. Ich brauche Tipps von euch, wie man sein Vertrauen wieder bekommt. Also man muss ja irgendwie vertrauen, um eine Person kennenzulernen, ne? Okay, du fragst jetzt nach Tipps, um zu lernen, wie man sozusagen wieder anderen Leuten vertrauen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Guck mal, auf der einen Seite gibt es jetzt so diese Kanaken, die jetzt richtig versuchen würden, die übelste Kanaken-Tipps zu geben. Bruder, wie soll ich sagen? Ich glaube, sie geht mir fremd. Ach, scheiß drauf, Bruder. Geiler Arsch. Findest du? Ja, er ist ein bisschen behaart, Bruder, aber danke schön. Nein, von ihr, nicht von dir. Achso. Ich würde sagen, scheiß drauf. Du übertreibst wieder so mit diesem Kanaken-Ding. Ja, ich vertraue niemanden und so. Digga, so, guck dir mal die Almans an, die scheißen doch komplett auf sowas. Kollege, sag mal, ich hab so das Gefühl, dass die Olle mich verarschen will. Kollege, sag mal, glaubst du, dass das die richtige ist? Du, glauben tue ich ja nicht. Ich bin Jurist und kein Christ. Na gut, ich sag's mal so, ne, Augen auf beim Eierkauf. Aber ich kann nicht einfach wieder eine neue kennenlernen und dann wird dein Vertrauen wieder missbraucht und dann fühlst du dich einfach immer mehr verarscht. Und in diesem Punkt bin ich gerade. Ich kann einfach nicht mehr vertrauen. Ihr hattet bestimmt... Ja, okay, er tut mir schon so ein bisschen leid. Ich bin ehrlich, warum soll ich jetzt lügen? Du tust mir schon leid. Aber Digga, was sind so diese Filme? Ja, ich kann niemals mehr vertrauen. Ich meine, Bicky, guck mal, du kannst doch bestimmt 1 und 1 zusammenrechnen, oder? 400 Kilometer sind 400 Kilometer. Hin und zurück 800 Kilometer. Boah, wisst ihr, wann man Menschen nicht mehr vertrauen kann? Wisst ihr, wann mein Vertrauen missbraucht wurde? Als ich dem Dönermann gesagt habe, keine Tomaten bitte, und der trotzdem Tomaten reingemacht hat. Dann, ich weiß noch ganz genau, der Dönermann meinte zu mir, hey, entschuldigen Sie, ist alles okay? Und ich sag so zu ihm, gewiss ist es, dass Gott mich hütet vor dem, welchem ich vertraue. Denn der Gewinn an Erkenntnis über Menschen wird häufig teuer bezahlt. Und der dann so... Welche Soße, Abi? Ja, Bicke, scheiß mal auf Vertrauen, ne? Ich meine, klar, der einfach Jüngeres oder gut zu trinken, Sex mit Elefanten. Ich bin eine lange Zeit und mich dann mit ihr getroffen. Und dann habe ich mal auf Snapchat das hier gepostet, was ihr mitbekommen habt. Sie hatte halt gesagt, poste das. Sie wollte halt sehen, wie ihr reagiert.
wenn ich halt eine kennenlerne. Also sie wollte, dass... Hä, Digga, wenn ein Mädchen zu mir bei so einem Date sagt, ja, poste mal das auf Snapchat, ich würde sagen, was willst du von mir? Warum sagt sie zu dir, poste das auf Snap? Und du machst es auch noch. Aber okay, dass ein Mädchen sowas beim Date verlangt, damit rechnet, denke ich, auch niemand. Dr. A würde jetzt sagen, Frauen sind unberechenbar, ja, deswegen merkt euch, Leute, nicht jede Rechnung muss aufgehen. Irgendwas mit E ist immer dann irgendwas mit E. Verschiebung. Abschiebung. Oh Gott, oh je und Hilfe. Und dann sind wir auch mal an einem Abend, ja, in die Shisha-Bar hingegangen, weil die wollte Shisha rauchen, die raucht ja Shisha, ich nicht. Ich hab dann auf jeden Fall meine... Digga, was ist das für ein Mädchen? Hey, Vicky, gehen wir Shisha rauchen? Nein, sorry, ich rauche nicht. Ja und, ich rauche trotzdem. Da alles an der Schlange stand, da gab's halt Girls, die haben mir so Luftküsse gegeben und so. Die kannten mich halt. Stellt euch vor, ihr zieht eure Tochter 15 Jahre lang, damit sie von der Shisha-Bar der Zmeke Luftküsse schickt. Sie hat halt so Shisha geraucht, hat sich abgefuckt und ich dachte mir, ey, warum fuckst du dich ab? Weil das sind irgendwelche Frauen, okay, die geben Luftküsse. Nein, Digga, weißt du, warum sie sich abgefuckt hat? Weil du nicht geraucht hast. Bruder, sie musste die ganze Pfeife selber zahlen. Pass auf, Leute, Kumpel von mir hat mir mal erzählt, er war mit seiner Freundin in einer Shisha-Bar und nur er hat geraucht, weil sie raucht halt nicht, ne? Ich sag so zu ihm, hä, so war es nicht langweilig für sie? Weil, ich meine, sie hat ja nicht geraucht. Da er sagt so, ja doch, sie hat zweimal insgesamt gezogen. Und ich sag so, hä, ja und? Und er so, jetzt pass auf. Er sagt, ja, Jackpot, wir haben Rechnung aufgeteilt. Meine Meinung ist, ich verstehe dich nicht, okay? Es tut mir wirklich leid, aber ich verstehe dich nicht. Bruder, so, ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist. Hättest du ihre Shisha bezahlt, dann hättest du dich aufregen können. Aber gut, scheiß doch drauf, ne? Ich meine, wenn sie eifersüchtig ist, was juckt dich das so? Warum lässt du ihr überhaupt so viel Zeit? Geh das nicht so langsam an, ja? Du musst sie straight flachlegen, Bruder. Also das nächste Mal, wenn du siehst, wie sie so aus der Dusche kommt, dann sag einfach direkt... Da höre ich jetzt nochmal auf, also rillen die Hulebirne auf euch. Und das ist das, was ich meine. Ich fühle mich richtig verletzt und verarscht. Warum tut sie meine Lippen berühren? Warum gibt sie mir diese Liebe auch? Und tut dann mein Herz brechen. Ui, wie süß. Aber um ehrlich zu sein, Vicky hat halt wirklich bei der ganzen Sache nichts falsch gemacht. Ich meine, was kann er dafür, wenn sie eifersüchtig ist? Sowas kenne ich auch zu gut. Ey, Bro, ich habe so ein kleines Problem mit meiner Freundin. Bruder, mach dir keine Sorgen. Meine hat auch einen Schwanz. Was? Welcher Schwanz? Wovon redest du? Nein, guck mal, sie ist viel zu eifersüchtig. Sie macht sich bei jeder Sache voll viele Gedanken, weißt du? Guck mal, du musst dich mal wirklich richtig hinsetzen und mit ihr darüber reden, verstehst du? Ja, würde ich ja, aber morgen ist meine Abschiebung. Ich schaffe das leider nicht mehr. Alter, wie viel ist denn morgen? Morgen ist der 8. Bruder, der 8. ist doch heute. Ich dachte, du hast gestern gesagt. Ich habe übrigens auch Instagram. Folgt mir da jetzt sofort oder euer Hähnchen verbrennt auf dem Grill. Du musst aufpassen, ich habe jetzt hier so eine Grußplatte vorgestellt. Ich wusste ganz genau am Anfang schon, dass ich Jungfrau bin. Ich checke es nicht, warum sie mir jetzt auf einmal so kommt. Sie hatte meine Lippen berührt. Bruder, flex die doch. Digga, die hat dir das Essen schon fertig serviert. Das Essen ist vor dir und du musst es nur noch verspeisen. Warum machst du es nicht? Ich weiß so, du bist Jungfrau und so, aber ey, Digga, ich meine, wenn sie dir schon so die Schüssel mit dem Dip gibt, dann kannst du ein Nacho doch auch einditschen. Voll peinlich, ja, ohne Spaß. Locker, während das Mädchen gerade weggeflext wird, guckt der SpongeBob zu Hause. Oh. Wer wohnt denn nach anderen das ganz tiefe Meer? Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich hoffe, wir haben das Video hier auf 8 Minuten bekommen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich öfter meine Videos strecke. Ich denke, ihr habt da sowieso Bock drauf. Passt auf euch auf, Leute, und vergesst nicht. Und da oben nach oben, da ist ein Abo, wo ihr eure Kommentare, die ihr so Quatsch kennt. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Gewiss ist es, dass Gott mich hütet vor dem, welchem ich vertraue, denn der Gewinn an Erkenntnis über Menschen wird häufig teuer bezahlt. Gewiss.